Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der 500er Karte mit Yucatan. Wir haben Tag 27 und wir stehen auf dem vierten Rang mit 91 Siegpunkten. Provinzen haben wir jetzt mittlerweile 237 und sind damit auf dem fünften Rang im internationalen Ranking, auch mit einem guten Abstand zu Südmatras. Die werden jetzt aber immer größer und holen uns auch vielleicht ein, denn sie haben hier sehr, ja, ein sehr inaktives Umfeld und haben auch einen großen Kampf hier gegen Nordzyli. Darauf werde ich vielleicht auch später nochmal eingehen. Jetzt erstmal, was ist seit der letzten Folge passiert? Und es ist sehr viel passiert. Wir konnten jetzt diese Nation Louisiana komplett einnehmen. Hier fehlt nur noch eine Provinz. Der Krieg lief ohne größere Verluste. Wir konnten auch Oklahoma einnehmen, beziehungsweise sind da gut dabei. Sie haben uns den Krieg erklärt, deswegen ging das hier ganz schnell. Und die KI, die hier war, habe ich vergessen, wie die hieß. Die konnten wir mit der Hilfe von Missouri auch komplett einnehmen. Die ist jetzt auch, ja, Geschichte. Es geht jetzt weiter mit Arizona und da sammeln wir uns schon. Wir haben wirklich ein großes Heer mittlerweile mit hier im Süden wirklich ganz vielen Truppen. Also hier ist echt viel, auch vor allem die Bomber, die haben uns sehr geholfen und werden uns in Zukunft auch noch weiterhelfen. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Im Norden sammeln wir ein bisschen was für den Nahkampf und werden dann hier angreifen. Und im Süden helfen die Artis dann und die Bomber, um das erstmal wegzubomben. Und dann müsste ja der Weg frei sein zu den anderen Provinzen. Und dann haben wir hier auch ein sehr leichtes Spiel. Also die KI wird dann auch bald Geschichte sein. Und dann kann man sich fragen, wohin geht's? Ich kann mir vorstellen, gegen Missouri zu kämpfen. Aber auf der anderen Seite, das erzähle ich euch gleich, gibt es auch noch andere Pläne. Und von denen möchte ich euch jetzt erstmal erzählen. Also erstmal, Florida bzw. Defender ist jetzt erstmal inaktiv. Sie werden inaktiv gehen und dann irgendwie noch eine ganze Woche, glaube ich, inaktiv bleiben. Denn sie haben sehr viel um die Ohren im echten Leben. Das habe ich jetzt mitbekommen. Mehr darauf eingehen braucht man, glaube ich, nicht. Sie werden inaktiv gehen, aber kommen auf jeden Fall wieder. Das habe ich jetzt so ein bisschen daraus gehört. Ich werde sie erstmal nicht angreifen. Wenn es aber jetzt zu lange dauert, dann kann ich mir vorstellen, dass ich sie auch angreife. Oder frage, ob ich sie einnehmen kann. Da kann man auch so ein bisschen nachfragen. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Aber jetzt erstmal zu der aktuellen Entwicklung um die Koalition. Denn ich meine, ich habe im letzten Video gesagt, dass es final ist. Wir werden den Benelux-Staaten beitreten. So final sieht das aber gar nicht aus. Sie haben 7 von 7 Mitglieder und haben mich so ein bisschen, ja, rausgeschmissen, kann man sagen. Ich weiß nicht ganz, wieso das passiert ist, oder ich weiß es ziemlich genau, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich werde euch einmal, ja, wiederholen, wie das alles zustande kam. Also erstmal wurde hier ein Megakonvoi gesammelt von allen Nationen, die hier so in der Nähe sind, also alles mögliche in Südamerika, außer diese Nation hier, sammelt sich jetzt in Afrika und hat auch hier schon eine große Armee zusammengebracht und es kommt ja ganz viel nach, das muss man ja so deutlich sagen, es kommen noch größere Armeen, hier ist ja auch eine Armee und Bolivar müsste ja auch demnächst eintreffen mit ihrer Riesenarmee, ich weiß nicht ganz, wo die ist, die ist so ein bisschen gesplittet, hier ist ja auch nochmal eine größere Armee. Naja, auf jeden Fall kommen hier ganz viele Truppen und Einheiten Richtung Afrika und mir wird hier vorgeworfen, dass ich denen falsche Informationen gegeben habe. Anscheinend hat Westägypten erzählt bekommen von Belgien, dass ich denen geschrieben habe, aus Südamerika kommt nichts, beziehungsweise ganz, ganz wenig Richtung Afrika. Das habe ich jetzt von Westägypten erzählt bekommen, dass Belgien ihnen gesagt hat, oder Belgien der kompletten Koalition gesagt hat, von unserer Seite, also von dieser Seite hier, kommt nichts. Aber im Endeffekt kam doch was. Und jetzt wurde mir von Erik Zockt, also Kalabrien, und diesem Spieler Westägypten vorgeworfen, dass ich falsche Informationen weitergegeben habe. Aber das stimmt ja nicht, das ist einfach irgendwo hergegriffen, ich weiß nicht ganz, wieso sich Belgien das ausgedacht hat. Ich habe auf jeden Fall nicht geschrieben, dass da ganz wenig kommt. Ich habe lediglich geschrieben, ich werde aus Respekt, weil ich ja noch in dieser Koalition bin, nicht sagen, was kommt. Das kann ich euch auch, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, habe ich da auch den Screenshot oder ich kann auch einfach in den Chatverlauf gehen. Das könnte ich euch auch beweisen und jetzt hat Belgien mir gesagt, du wirst der Koalition nicht beitreten, weil du uns Informationen vorenthalten hast, beziehungsweise uns falsche Informationen gegeben hast. Und das ist ein bisschen unverständlich für mich, weil ich halt sage, ich habe euch das gesagt und es kam keine Antwort. Die Antwort war einfach nur, wir sind enttäuscht.
du kannst nicht mehr beitreten. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell und da fehlte so ein bisschen die Kommunikation. Deswegen bin ich echt enttäuscht und ich muss sagen, vielleicht gibt es eine andere Lösung ohne diese Koalition, denn das fand ich jetzt wirklich sehr assi. Aber ganz ehrlich, wie in jeder Folge muss mir das egal sein, denn das Ziel ist ja immer Gewinn um jeden Preis. Und dann muss man sich halt auch mal ein bisschen was gefallen lassen, vor allem dann auch von Belgien hier. Naja, wir werden sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt und wie sich auch die Landung entwickelt. Denn ich glaube, das wird hier sehr viel aussagen. Ich habe jetzt auch schon angeboten, Informationen weiterzugeben von meinen Allies, was irgendwie ein bisschen ehrenlos von mir wäre, aber irgendwie irgendwas muss ich ja in die Verhandlungen mit einbringen. Aber dann wurde Zentralnigeria aufgenommen, denn Zentralnigeria hat ihren Ally Britische Goldküste verraten. Und dadurch konnte Westägypten sehr schnell, glaube ich, Westmarokko oder Südmarokko oder Nordmarokko irgendwas hier in Marokko einnehmen. Und damit hatten sie dann ja ganz Afrika mit Nigeria vereint, außer Südafrika. Und das ist ja hier nicht wirklich stark, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ja, und dadurch ist Zentralnigeria sehr groß geworden und der Koalition beigetreten. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schwach, weil irgendwie habe ich das Gefühl, weil auch Belgien jetzt gesagt hat, sie haben Nigeria aufgenommen, nur damit sie jetzt Hilfe haben, damit Ägypten Hilfe hat gegen Südamerika. Danach könnten sie vielleicht gekickt werden und ich trete bei. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist das denn für ein Umgang? Du kannst doch nicht einfach irgendjemanden beitreten lassen und ihn dann sozusagen an die Front schmeißen und sagen, so kämpf jetzt bitte, und dann kämpft er und dann wird er einfach gekickt und durch mich ersetzt. Das finde ich wirklich assi und deswegen muss ich da jetzt echt nochmal überlegen, möchte ich denn das, möchte ich denn jetzt wirklich mit so welchen Leuten dann auch die Runde gewinnen, denn es gibt theoretisch Option, aber die Optionen, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind wirklich beschränkt. Also, wenn man hier in Asien sich was anschaut, zum Beispiel Nordsyli, die waren ja lange Zeit in den Top 5 durchgehend und teilweise auch erster Platz lange Zeit, aber sie kämpfen jetzt gegen Südmatras und gegen Wellington gleichzeitig. Das wird nichts, die werden eingenommen und dadurch dann auch alle Allies von Nordsyli. Und dann bleibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur noch die Koalition im Nahen Osten. Und die ist eine wirklich große Hoffnung, muss man eigentlich sagen. Hier ist auch schon mittlerweile eine Landung passiert von Kalabrien oder was auch immer das ist. Ich gucke mal, ob die im Krieg sind. Nee, die sind tatsächlich nicht im Krieg. Aber wie ihr seht, ein Level 19er mit auch einer guten KD in dieser Runde, der könnte das Blatt wenden, wenn er mit seinen Allies zusammen irgendwie es schafft, gegen die Europakoalition zu kämpfen. Und dann könnten wir theoretisch zu viert ordentlich was machen. Ich weiß nicht ganz, ob Defender dabei ist. Wenn nicht, dann nehme ich ihn einfach ein und bin dann selber so groß wie zwei Länder. Und ich glaube auch, dass wenn ich aktiv spiele, dass ich diese Front in Nordamerika ziemlich locker eigentlich managen kann, auch wenn das dann gegen ganz Europa ist. Ich bin dann ja ein Riesenland und ich werde dann auch wahrscheinlich mehrere 50er Stacks an Bombern haben. Denn bis das alles passiert, habe ich ja eigentlich auch schon wieder locker mindestens das hier eingenommen. Vielleicht auch Missouri, vielleicht tue ich mich aber auch mit denen zusammen. Denn ganz ehrlich, wenn ich hier so abgeschoben werde von den Benelux-Staaten, dann werde ich mir natürlich Allies suchen und dann sagen, wie sieht das aus? Kann man sich hier mit ein paar Leuten zusammentun? Und ja, das könnte man theoretisch. Wir haben in der Koalition noch Platz, wir sind 5 von 7 Nationen und Defender ist ja so ein bisschen dabei, inaktiv zu werden. Also könnte man eigentlich von 4 von 7 sprechen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass er mit dem zweiten Platz zufrieden wäre, was sehr vernünftig wäre, weil er jetzt hier so ein bisschen mich ausbremst und ich so aus Nettigkeit ihn nicht einnehme. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn er freiwillig Zweiter wird, dann könnte das ein richtiger Gamechanger werden, weil wir dann mit Fort Albana, Missouri und mit New York oder nee, Portland Point, so heißt die Nation, zusammenarbeiten könnten. Und hier ist das Gute, sie kontrollieren Grönland. Und Grönland ist ultra wichtig für die Europäer. Das heißt, wenn wir einfach in Grönland auf die Europäer warten, dann können die nirgendwo hin.
theoretisch müsste man doch irgendwie Main bestechen, dass sie dann irgendwie sagen, okay, wir werden auch zweiter Platz und dann ist das alles managebar. Weil ich glaube, wenn wir hier als Koalition Südamerika und Nordamerika halten, dann können wir hier wirklich der Europakoalition richtig Schaden zufügen und zusammen stark sein. Das ist die Hoffnung, aber es gibt sehr viele Haken, zum Beispiel, dass es auch in der Koalition andere Leute gibt. Ich glaube, die sind nicht nur zu dritt, die sind sogar zu fünft und haben noch Arkansas drin. Wer sind die denn? Arkansas? Boah, ich kenne mich geografisch in den USA nicht aus. Wo ist Arkansas? Ah, hier. Ah, das ist eine KI. Ja, gut. Dann sind es nur vier Leute. Und die vier Leute sind ja genau diese Leute hier. Ja, vielleicht handelt man da mal einen Deal aus. Muss man mal schauen. Wenn man aber hier was aushandeln kann und ich hier alles noch einnehme, dann kann ich mir echt vorstellen, dass wir hier richtig, richtig, richtig schön als Allies zusammen kämpfen können und vielleicht sogar diese Runde gewinnen können. Denn die Europakoalition ist wirklich eingeschränkt. Die sehen sehr groß aus. Natürlich, Russland ist inaktiv, das ist klar. Aber wir haben hier ein starkes Mosul und theoretisch der ganze Nahe Osten ist ja einigermaßen aktiv und wahrscheinlich auch ein harter Brocken für diese ganze Europakoalition. Und in Skandinavien haben wir ja auch Leute. Also diese ganzen Länder in Skandinavien sind zusammen in North Scandinavia. Und ja, halten Skandinavien, das heißt nach oben wird's schwer, nach Nordamerika wird's vielleicht schwer, es kommt darauf an, wie schnell wir hier nach oben kommen und ich denke, dass die schneller sein werden als wir. Und nach unten ist deren Riesen-Ally Westägypten, also die drei Leute hier, die können eigentlich nirgendwo hin, außer nach Russland, Skandinavien oder Nordamerika und da warten halt jeweils aktive Nationen auf sie und deswegen könnte es echt schwer werden für sie. Auf der anderen Seite muss man sagen, Südmadras und Wellington werden zu zweit sich Asien nehmen und dann bei uns irgendwo landen und dadurch die Fronten auseinanderziehen und das würde dann halt bedeuten, dass wir hier immer Sachen abstellen müssen, weil es kann ja immer sein, dass ein Konvoi auf einmal hier landet mit 2 Millionen Truppen und dann super nah an der Hauptstadt ist. Das ist halt ein super großes Problem. Bis das aber passiert, ist locker Tag 40. Und dann hat man super viel Zeit zum Planen. Aber ihr merkt auch schon, wie viel ich in diesem Video rede. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich behalte mir aber jetzt ganz echt die Möglichkeit vor, weiter in den Benelux-Staaten beizutreten. Aber in diesem Video habe ich so ein bisschen gezeigt, dass es doch auch ohne die Benelux-Staaten gehen könnte. Wie gesagt, es könnte ohne sie gehen. Ich möchte mit den Benelux-Staaten weiterhin gehen. Wenn es aber nicht geht, dann ist es nicht aussichtslos. Das wollte ich in diesem Video darstellen. Ich hoffe, die meisten haben es verstanden. In dem Sinne würde ich sagen, hoffentlich können wir hier weiter sehr schnell vorrücken und dann auch bald in die Top 3 der größten Länder der Welt vorrücken. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das heißt, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.